Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Bürger zu Hause und auf der Besuchertribüne. Der eingebrachte Antrag ist zu begrüßen. In Berlin muss die Ampelpolitik endlich gestoppt werden. Verständlich, dass diese Regierung gerne eine Legalisierung von Cannabis wünscht. Denn anders können die meisten Bürger ihre Politik in Berlin nicht mehr ertragen. Eine Legalisierung und Förderung des Cannabiskonsums lehnen wir konsequent ab. Und das aus gutem Grund. Die Auswirkungen auf alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft sind schlichtweg nicht tragbar. Unser Gesundheitssystem ist bereits an vielen Stellen überlastet. Ein Anstieg im Cannabiskonsum, insbesondere bei Jugendlichen, sei es aktiv oder passiv, führt zu zahlreichen Krankheiten und Langzeitfolgen. Einige Beispiele verdeutlichen diese Risiken. Laut Statistiken des National Institute of Drug Abuse steigen bei langfristigem Cannabiskonsum psychische Probleme und Depressionen deutlich an. Zwischen 2000 und 2018 wurde in Deutschland ein Anstieg von 3.400 auf 19.100, also eine fast Versechsfachung, festgestellt, so das European Journal of Public Health. Ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte, das sogar bei jungen Menschen zu einem deutlichen Anstieg in diesem Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankung führt, ist auch nachzuweisen, so der Business Insider. Die Verkehrssicherheit ist zudem gefährdet. Nach der Legalisierung von Cannabis in Kanada hat sich die Anzahl der mittelschwer verletzten Verkehrsteilnehmer verdoppelt. Das zeigt, dass Cannabis auch und für alle Mitbürger gefährlich ist und sein kann. Wenn ein bekiffter Fahrer Passanten gefährdet, egal und unabhängig davon, ob das Fahrzeug mit Elektro- oder Verbrennermotor betrieben wird. Der Jugendschutz ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Gerade Jugendliche sollten wir vor jeglichem Drogenkonsum fernhalten. Wenn der Zugang zu Cannabis erleichtert wird, wird es immer Personen geben, die diese Substanzen auch an Minderjährige weitergeben können. Studien zeigen, dass bereits bei einmaligem oder zweimaligem Konsum der irreparable Schaden bei Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren verursacht wird. Auch der passive Konsum im Elternhaus, den dürfen wir nicht vernachlässigen. Weil wer sagt denn, dass, wenn die Eltern kiffen sollten, die Kinder rausgeschickt werden? Eine weitere negative Nebenwirkung des Cannabiskonsums ist, dass es immer mehr Wähler der Klimasektenjünger gibt, denn aus dieser Gruppe kommt ja die Forderung der Legalisierung dieser Einstiegsdroge. Es spielt auch keine Rolle, wie man es nennt oder es verpackt. Auch leichte Drogen können schnell zum Einstieg in härtere Drogen werden. Daher ist es verantwortungslos für Eltern und alle Politiker, jegliche Form der Drogenlegalisierung zu unterstützen. Als Rettungsassistent habe ich zahlreiche Einsätze mit Drogenkonsumenten auch erlebt. Es war nie angenehm und doch immer die gleiche Geschichte. Man begann mit leichten Drogen und steigerte sich, weil die Dosierung einfach nicht mehr ausreichte. Wo man da hingekommen ist, sieht man ja, wenn man Herrn Lauterbach sieht, vielleicht hat er auch was konsumiert, zumindest sein Gebiss zeigt zumindest einen typischen Konsumenten von Crystal. So sieht es aus, wenn man längere Zeit das nimmt. Ob er das genommen hat, ist eine Frage, aber das ist nur ein Beispiel. Es kann aber eben andere Gründe haben. Es ist an der Zeit, klare Kante gegen solche Substanzen zu zeigen. Der alte Spruch, keine Macht den Drogen, sollte eher lauten, keine Macht der Ampel-Abrisstruppe in Berlin und auch niemals in München. Wir stimmen diesem Antrag zu, denn Gesundheit unserer Kinder und aller unserer Bürger ist uns wichtig. Vielen Dank.